Hochpilot. Du bist im Moment auf Platz 3 der Fahrerwertung und genau da gehörst du hin. Verschaffen wir uns ein Polster, indem wir diesen Typen hinter uns lassen. Damit willkommen zu einer neuen Folge von Good Autosport. Ja Leute, diese Saison ist für uns schon mal sehr gut gestartet mit dem dritten Platz und unserem Event-Rivalen hinter uns. Ja, ich hoffe mal, wir können darauf aufbauen. Wir legen direkt los. Die Tendenz ist wieder gut, aber das war letztes Mal am Anfang auch so. Und dann war das Qualifying am Ende doch nicht so doll. Ah, ich hatte schon Schiss, dass wir jetzt eine Strafe kassieren. Sieht immer noch recht gut aus. Aber abwarten, Leute. Jetzt nähern wir uns der Linie. Und Trommelwirbel bitte. Ja, sieht doch recht gut aus. Das war nicht so schön. Meine Technik ist jetzt, dass ich stärker darauf achte, in welchem Gang ich die Kurve anfahre. Du hattest die drittbeste Zeit in Runde 1. Darauf kannst du aufbauen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Boden verloren. Also sehen wir zu, dass wir den in der letzten Runde wieder gewinnen. Platz 1 wäre richtig cool, dann haben wir eine gute Basis für einen Sieg. Letzte Runde. Arbeite dich an die Spitze vor. Ich kann die Spitze erreichen, ich muss mich nur zusammenreißen. Tendenz geht Richtung Platz 3. Oh komm, komm schon. Was wird es? Platz 4. Ist okay. Platz 4 ist auch eine gute Basis, um nach vorne zu stoßen. Du hast Startplatz 4 und unser zweiter Wagen geht vom 16. Startplatz ins Rennen. Der vierte Startplatz, eine gute Basis. Du musst deinen Event-Rivalen schlagen, aber er wird es dir nicht leicht machen. Ja, die Kurve war nicht so schön. Die war nicht so schön. Da können wir uns einen Platz schon mal wieder zurückholen, ja, sehr gut. Schaffen wir. So, zwei auf einmal. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt müssen wir uns die beiden Raven West wiederholen. Aber das war schon mal ein sehr schöner Start. So Leute, ich würde mal sagen, halten wir uns ran. Noch haben wir eine Chance, die beiden zu kriegen. Ende der zweiten Runde. Keine neuen News. Ich glaube, es wird wieder auf eine Verteidigung hinauslaufen. Gut, macht nichts. Kriegen wir hin. Ich versuche jetzt mal einen Block hier in der Räder zu vermeiden. Das war jetzt sehr gut. Und wir haben ein Sponsorenziel erfüllt. Die kommen gefährlich nah, die Leute hinter mir. So, schön die Tür zuhalten. Ah, nein. Nein, bitte nicht. Dankeschön. Er ist schön hinter mir. Hey! Bruder, er muss los. Das war jetzt ein richtiger Schuss in den Ofen. Schaffe ich jetzt wenigstens Schadensbegrenzung? Das ist die Frage. Nee. Schön hinter mir bleiben. Wir sind noch voll auf Kurs. Okay. Was auch immer er damit meint. Ah, shit. Im Moment läuft alles nach Plan. Du liegst gut im Rennen. So. Die letzten 30 Sekunden laufen. Es wird der Platz 7. Besser wird's nicht. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht schlechter wird. Denn die beiden Hinterreifen sind so ziemlich am Ende. Immerhin. Ist ja auch gut. Wir müssen das Ruder im nächsten Rennen umreißen. Wir haben etwas an Boden verloren. Gucken wir mal. Ja, wir sind noch auf Platz 3, aber... Oh, McCain und Westy sind gleich auf. Das wird spannend zwischen den beiden. Und da fehle ich gerade noch, denke ich mal. Okay. Gut, gehen wir mal weiter. Unser Team ist auf Platz 5.
3 von 6 Sponsorenziele. Ja, cool. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich danke euch fürs Zuschauen bei dieser Folge Great Autosport. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Nächste Folge geht's weiter. Ich bin raus. Ciao.